auch anderes, also Musik separé gab es. Durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Also unterschiedliche künstlerische Ausdrucksmittel werden hier angeboten, und zwar in einer Weise, wo man als Schauspieler in die Rolle einer Nutte kommt, den Salonbesucher anbrät und sich preisgibt. Das, also ich war damals, also ich war auch die Puffmutter. Ich habe auch die Leute beraten, was es gibt und wer zu wem passen könnte und was, ja, was es halt gibt. Und dann, wenn man sich entschieden hat, etwas zu sehen, dann muss man sich mit dem Schauspieler den Preis aushandeln, und dann geht man in separé, einen Stock höher oder im Keller oder irgendwo halt in einen anderen Raum und kriegt das Stück dargeboten. Und die meisten Stücke, und das finde ich das Interessante daran, sind halt ein Schauspieler und ein Zuseher. Das heißt, der Zuseher wird total aus dieser Anonymität des Publikums herausgehoben. Warum ich? Warum sagst du jetzt nichts? Das ist ja wieder typisch für dich. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Schauspieler und Musiker, die schwirren unter uns herum. Zum Beispiel Kisha an der Bar wird nicht nur verrückt sein, sie wäre zum Beispiel gerade frei. Das schwarze Separé, glaube ich, ist auch momentan frei. Die Schwestern Komisch, Luisa und Luise Komisch, verführen sie dort mit einem dreigängigen Menü. Dann kommt gerade hier an der Bühne vorbei Sean. Er verführt sie mit Musikstücken. Oder auch Ich bin viele mit einem Märchen, B-Trash-Märchen im Keller. Im Reich des ewig Guten war Ritter Sir Lord Glanzelot gerade auf der Jagd. Würden Sie mal, so mit zwei Fingern, Glanzelot, ausgezeichnet. Glanzelot, müssen Sie wissen, meine Damen und Herren, war ein besonderer Ritter. Er war nämlich ein siamesischer Zwillingsritter. Vierbeinig und verwachsen stolzierte er durchs Leben von der Prinzessin, deshalb nicht ums weniger geliebt. Und auch heute, als er auf der Jagd nach einem Eber war, er war gerade im Begriff, die Spur des Tieres auf dem Boden genauer zu untersuchen, und beugte sich zu diesem Zwecke nieder. Da erschauderte er. Vor ihm lag der Hut des königlichen Hofkutschers. Er sprang auf und zweifelte nun einer Spur der Zerstörung quer durch den Wald. Überall fand er ausgebrochene Kutschteile. Den Schal der Prinzessin. Einen zweiten Hut und einen Handschuh. Na, wir haben verschiedene Strategien. Das heißt ja, ich habe jetzt das erste Mal jetzt den Begriff des Strategietheaters entwickelt. Also erfunden sozusagen. Ich habe es durchgegoogelt und es gibt es noch nicht. Strategietheater. Strategietheater folgt eigentlich nur einer Strategie, eine gewisse Strategie zu haben, und dass man eigentlich mit dem, was man tut, dass man zumindest so tut, als hätte man was ganz Bestimmtes damit vor, sprich Verkauf. Bei dieser Sache hier ging es eigentlich auch vom Thema her, von den Stücken, die in den Separés gegangen sind, ging es eigentlich um die Sache Verkauf, Tausch, Handeln, Geld. Und mit diesen Sachen haben sich nicht nur die Theaterstücke, sondern auch, sage ich jetzt mal, die ganze Komposition drumherum. Das war ja, was die wenigsten Leute gesehen haben, in dem Moment, als wenn man diesen Hof hier betritt, ist man im Theaterstück. Man ist in diesem Theaterstück, wo es in diesem Theaterstück gibt es ein entsprechendes Etablissement, sprich den Ragnarhof, Mimamouche, mit einer Bühne und mit den Schauspielern und sowas alles. Und in diesem
Theaterstück, sage ich jetzt mal, werden Theaterstücke verkauft. Was, die Leute haben sich sehr konzentriert auf die Theaterstücke, die gespielt worden sind. Aber für mich, ich habe eigentlich darauf geachtet, dass dieser große Rahmen erhalten bleibt, dieses gesamte Theaterstück. Ich kaufe mir Theaterstücke, ich gehe ins Theaterstück und bin selber auch irgendwie Schauspieler, weil ich auch in dem Theaterstück mitmache, in diesem Etablissement bin ich Schauspieler und kaufe Theaterstücke. So habe ich das eigentlich gesehen. Was mir auch auffällt, ist, dass dieses Verkaufen, irgendwie diese Stände sich verkaufen müssen, um andere Sachen wieder zu kaufen oder kaufen zu können, denke ich, dieser Prozess führt dahin, dass das Lächeln aus den Gesichtern verschwindet, dass wenige Menschen nur noch das gerne tun, was sie gerade tun. Und wenn sie oft von Sachen, von Luftschlösser bauen und sowas alles und sich Sachen ausspinnen, die sich nur im Traum ausmalen oder so, und dass aber die meisten Träume, jetzt mal sage ich jetzt in Anführungszeichen, gleichzeitig auch Ziele sein könnten, weil sie nicht wie was vielleicht manchmal Träume für uns sind, wenn man vielleicht fliegt oder sowas, vielleicht nicht unbedingt möglich ist, aber dass bestimmte Sachen doch durchaus erreichbar sind. Was mich am Donald fasziniert, ist eigentlich, er ist so ziemlich anders wie ich. Also ich glaube, das macht die Faszination aus, dieser fast absolute Gegensatz. Was natürlich auch manchmal sehr herausfordernd ist, aber man kann da sehr viel lernen und sich abschauen und man kriegt Perspektiven, die man nie gedacht hat, dass es sowas überhaupt gibt. Also das war irgendwie von Anfang an irgendwie so dieses, es war schon immer so ein, wie wir uns kennengelernt haben, war ich unglaublich fasziniert und andererseits sagte ich, was mache ich mit dem Typen, das packe ich ja überhaupt nicht. Und das ging ständig so hin und her, bis wir uns dann irgendwo auf einen Nenner zusammengerauft haben, aber so im Kleinen ist es nach wie vor da, wo ich immer wieder mal denke, um Gottes Willen. Und ihm geht es sicher nicht anders mit mir. Also. Und das finde ich ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Denken, dass man will, dass man möchte. Und das ist wieder ein Gefühl, was vom Herzen ausgeht, also vom Bauch her irgendwie, wo man sagt, es kommt in mir hoch irgendwie und da fixiere ich mich jetzt drauf und nichts anderes, es kann mir nichts im Wege stehen. Ich denke, wenn man eine Idee hat, entscheidet man sich als zweites darüber, mache ich es nicht, und wenn ich sage, ich mach's, dann sollte man nie wieder daran zweifeln, dass man es doch vielleicht nicht tun sollte, sondern alle Ideen sollten dahin gehen, denke ich, das irgendwie hinzukriegen. Ob man nur jetzt einen zensurenmäßigen 1 dafür kriegt oder eine 5, nicht bestanden, sei dahingestellt. Aber versuchen sollte man es wenigstens. Und das kann ja auch Spaß machen. Also mir hat Mima Musch großen Spaß gemacht, alle meine Performance-Geschichten und Theatergeschichten, die ich gemacht habe. Da bin ich schon dahinter gestanden. Und das baut einen sehr auf, wenn man irgendwie Sachen machen kann, auch wenn sie nicht immer so klappen, wie man sich das vorstellt, die dann trotzdem letzten Endes jetzt in Betracht auf Zuschauerzahlen oder sowas alles, doch sich auch in Wien durchaus zeigen lassen können. Da bin ich sehr stolz drauf. Donalds Erfolgsrezept scheint in seiner Aussage begründet zu liegen, wenn man sich einmal für eine Idee entschieden habe, dann dürfe man nie mehr daran zweifeln und alle weiteren Bemühungen müssen dahin gehen, seine Energien in die Verwirklichung dieser Idee zu stecken. Wir dürfen gespannt sein, wie Donald weiterhin seine Träume lebt und wohin sein Weg ihn führen wird.